Guten Morgen, meine Lieben. Ja, ich habe einen Ingwer-Zitronen-Shot gemacht, weil ich seit gestern Halsschmerzen habe. Also heute ist es wieder besser geworden, aber seit gestern habe ich Halsschmerzen und ich habe Angst, krank zu werden bei den genialen Temperaturen, was ich nicht verstehen kann, wie ich da krank werden kann. Vielleicht, weil ich die ganze Zeit hier durchlüfte, alle Fenster aufgerissen habe, barfuß auf dem kalten Boden rumrenne. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mache ich einen Ingwer-Zitronen-Shot. Rezept kann ich euch sehr gerne einblenden. Aber ihr braucht nur 100 Gramm Ingwer, 100 Gramm Honig und Saft von 3 Zitronen. Und das mixt ihr. Ja, ich zeige euch das mal. So, hier habe ich das gemixt, wie ihr sehen könnt. Ja, das ist ein Eierbecher, aber ich habe keine Pinneken mehr, weil ich ja letztens aufgeräumt habe. Ich hatte so viele. Ich habe die Hälfte meiner Schwester gegeben und ein paar, die ich noch übrig hatte, habe ich im Keller. So, weil ich die nie gebraucht habe und jetzt brauche ich sie und jetzt habe ich sie nicht. Aber das ist immer so. Hier ist das jetzt noch mit dem Fruchtfleisch drin, hier. Und hier, also das ist jetzt übrig geblieben, diese Masse, das ist glaube ich so Ingwer, aber das schmeiße ich nicht weg. Ich werde daraus mir gleich noch einen Smoothie machen. Ingwer ist sehr gesund. So, und hier haben wir jetzt nur den Saft, seht ihr? Und ich habe das Kleine schon probiert und es ist sehr scharf, sehr ekelhaft, sehr stark, ja. Aber man trinkt, soll jeden Tag so einen Ingwer-Shot trinken. Das soll wohl für 7 Tage circa ausreichen. Und das, dann soll man wohl irgendwie nicht krank werden. Keine Ahnung, ob das nicht ein Mythos ist. So, aber das Problem ist, ich traue mich das nicht zu trinken, weil ich nippel dran und dann denke ich so, nee. Aber theoretisch müsste ich das einmal so komplett runter. Ich weiß, einmal runter und dann habe ich es hinter mir. Aber ich traue mich nicht. Das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft. Macht es nicht nach. Boah, das geht nicht. Ist voll der Ingwer. Wenn ihr zu viel Ingwer habt, kennt ihr das? Also Ingwer, ist eigentlich lecker, aber ihr dürft nicht zu viel davon nehmen, sonst wird es ekelhaft und das ist zu viel. Boah, ich kriege das nicht runter. Boah, das ist genauso wie, als wenn hier Wodka drin wäre. Ich würde das auch nicht runterbekommen. Also eher als das, aber... Boah. Gott. Ich traue mich nicht. Kennt ihr das, wenn ihr sagt, ich traue mich nicht, ich traue mich nicht, ich traue mich nicht. Augen zu und durch, ich weiß. Augen zu und durch. Ich weiß ja, wie es geht, aber was ist los? Ich traue mich nicht. Oh Gott. Es ist scharf. Oh Gott, jetzt werden wir hier eine Stunde sitzen, weil ich mich nicht traue. Boah. Ich kann ja danach noch Wasser mit einer Wasser nachspülen, ne? Aber ich traue mich nicht. Oh mein Gott. Augen zu und durch. Los. Mann, ey. Oh Gott, das wird... Oh Gott, ich traue mich nicht. Augen zu und durch. Los. 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 Oh Gott. Oh Gott. Okay. Schnell. Schnell. Sonst, ey, das, die Szene dauert schon viel zu lange. Also los. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Augen zu und durch. Okay. Boah, ich krieg das nicht runter. Oh Gott, Leute, sagt was, damit ich mich traue. Oh Gott. Oh Gott. Bah. Ugh. Oh mein Gott, es brennt, Leute. Es brennt. Ach Gott. Und das soll gesund sein? Wisst ihr eigentlich, dass gesunde Ernährung teuer ist? Ja, genauso ist es nämlich, habe ich festgestellt. Oh mein Gott, ich wollte euch eigentlich nur zeigen, dass ich jetzt meinen Smoothie mache. Hier habe ich Obst, TK bei Aldi gekauft, Sommerfruchtmix. Eigentlich kaufe ich immer diesen Beerenmix, aber der war leider ausverkauft, deswegen der hier. Da kommt jetzt hier das Ingwerzeug rein. Hier habe ich das übrigens abgefüllt, das Zeug.
in so einer Flasche, Trainingsflasche. Kommt eigentlich nicht viel raus, ne? Ach ja, habe ich euch schon mein Tiefkühlfach gezeigt. Also dieses Teil ist komplett kaputt. Es hält gar nicht mehr. Nur noch mit diesen Dingern hier, Isolierband. Ja, voll die Kacke, aber was soll ich machen? So, meine Lieben, so sieht's bis jetzt aus. Ich tue da eigentlich alles rein, was gesund ist. Von Leinsamen bis Chiasamen, Haferflocken, Obst, Bananen, Kokosmehl, Eiweißpulver und ganz viele Nahrungsergänzungsmittel schmeiße ich da rein. Nur ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn man alles zusammen da reinschmeißt und mixt und trinkt. Hat das dann überhaupt noch eine Wirkung? Wisst ihr das? Dann lasst es mich unbedingt wissen, weil ich habe keine Ahnung. Ja, eigentlich hatte ich heute keine Lust auf einen Smoothie, weil ich bin noch satt vom Frühstück. Aber ja, jetzt hatte ich dieses Ingwerzeug übrig und wollte das nicht wegschmeißen. Deswegen mache ich mir einen Smoothie. Ja, so, also das zu diesem Thema. Und wisst ihr, was der geile Shit ist? Datteln. Ich weiß noch, wo ihr mir damals gesagt habt, was mache ich bei Heißhungerattacken? Und ihr habt mir gesagt, Datteln. Und ich fand die gar nicht so bombe. Ich habe die probiert und habe gedacht, bah, was ist das für ein Kack? Dann habe ich die immer so zum Backen benutzt oder manchmal habe ich die auch weggeschmissen, weil ich nicht wusste, was ich damit machen soll. Und ich dachte, man kann die nicht so lange lagern. Kann man, eigentlich sind die lange haltbar, sehr lange haltbar, monatelang haltbar, wenn ihr die im Kühlschrank lagert. So. Und jetzt liebe ich die. Ich nehme die zum Smoothie, zum Süßen. Es beugt wirklich Heißhungerattacken vor. Wenn ich die in mein Smoothie reintue, habe ich nach dem Mittagessen keine Lust auf was Süßes. Das ist echt unglaublich. Und ich mag die aber auch so roh zu essen. Also die sind richtig geil, die sind richtig süß. Und falls ihr die noch nicht kennt, probiert sie aus. So schauen die aus. Probiert sie aus und wenn sie euch beim ersten Mal nicht schmecken, dann probiert es an anderen Mal nochmal aus, weil die sind wirklich mega geil, wirklich. Ich liebe diese Dinger, ja. Wie soll ich das anders sagen? Ich habe eine wichtige Zutat vergessen. Ich wusste, ich habe was vergessen. Ich wusste noch nicht was. Jetzt ist es mir eingefallen, weil das Smoothie nicht grün geworden ist. Und zwar Spinat. Ich habe nämlich im Tiefkühlfach Spinat. Tiefgefrorenen Spinat, den ich noch immer reintue. Ganz wichtige Zutat. Müsst ihr unbedingt reintun. Ganz viele wichtige Vitamine und Nährstoffe. Ja. So. Probieren wir ihn mal. Also wie ihr seht, ist der leider nicht grün geworden. Das liegt tatsächlich am Spinat. Probieren wir ihn mal, aber der müsste lecker sein. Der schmeckt immer gut. Ja. Mhm. Süß und erfrischend. So, da bin ich wieder. Eigentlich wollte ich heute nicht vloggen. Und eigentlich wollte ich heute keinen Sport machen. Das hat sich alles so spontan ergeben. Übrigens, für alle, die es interessiert, dieser Vlog ist tatsächlich brandaktuell. Er kommt diesen Samstag online. Heute ist Dienstag. Genau, wollt ihr übrigens, dass ich das Datum einblende? Ist das wichtig für euch? Weil ich habe letztens gelesen in den Kommentaren, ihr wollt, dass ich das Datum einblende. Ich persönlich finde das unnötig, weil, weiß ich nicht, für mich ist es unnötig, aber schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und ja, entweder kommt der diesen, heute ist Dienstag, diesen Samstag online, oder ich mache Pause Samstag, ich weiß es noch nicht, weil ich für diesen Samstag noch nichts geplant habe. Also was heißt noch nichts geplant, aber keinen anderen Vlog habe. So, ich habe nämlich lange nicht mehr gevloggt, weil ich wollte, wie gesagt, aktueller werden, weil ihr euch das auch gewünscht habt. So, genau. Oh mein Gott, Luft, ich bin schon aus der Puste. Ich habe noch nicht mal angefangen. So, was wollte ich sagen? Wie ihr wisst, habe ich ja kein Auto und ich war jetzt bis jetzt zweimal beim Sport. Genau, einmal bin ich mit Inlinern den halben Weg gefahren. Also die Strecke ist für Inliner total ungeeignet. Also Bürgersteig,
könnt ihr vergessen. Das geht gar nicht. Da sind so viele Huckel. Dann geht's hoch, runter. Total uneben und keine Ahnung was. Straße konnte ich die halbe Strecke, weil da war 30er-Zone. Da ist nicht so viele. Da waren nicht so viele Autos. Aber auf der Hauptstraße bin ich dann, habe ich dann die Inliner ausgezogen und bin dann halt zu Fuß weitergelaufen. Ich war über eine Stunde unterwegs. Zurück bin ich dann auch zu Fuß gelaufen. Das war eine Stunde. Und ich habe meine Inliner da im Spind gelassen. Ich habe das nie gemacht, noch nie. Ich würde das auch nie machen. Aber ich hatte keinen Bock, die zurückzuschleppen, weil es war schon stockdunkel und es hat angefangen zu regnen. Deswegen habe ich die dann da gelassen, ja. Und als ich das nächste Mal da war, also das war an einem Donnerstag. Das nächste Mal war ich... Nee, das war an einem Samstag. Das nächste Mal war ich Donnerstag da. Da war ich an meinem Spind und ich war geschockt. Mein Spind war auf, weil es gibt da so eine Karte, mit der nur ich den Spind auf und zu machen kann. Der Spind war auf und meine Inliner waren weg, ne? Ey, der Schock meines Lebens. Aber es war dann tatsächlich so, dass sie die Spinde öffnen. Also ich habe meine Inliner wiederbekommen, ich musste unterschreiben. Die wussten auch, dass das mein Spind war. Ja, dass man halt nichts lagern darf, weil nach spätestens 8 Stunden werden die Spinde geöffnet. Wusste ich auch nicht, was ich aber komisch finde, weil in einem anderen Fitnessstudio war ich ja mit meiner Freundin und sie hatte einen Spind zugemacht mit ihrer Karte. Da war zwar nichts drin, aber sie hatte ihn zugemacht und wir waren vielleicht 3 Tage später wieder da und der Spind war immer noch zu. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass meine Inliner da drin sein werden. So, aber ist auch nicht schlimm. So, genau, was soll ich noch sagen? Ja, also, dann war ich wieder halt beim Sport, dann, also, Samstag und dann Donnerstag, genau. Aber Donnerstag bin ich mit der Bahn hingefahren und zurück bin ich zu Fuß gelaufen. Nur Problem ist, wenn ich dann hinlaufe eine Stunde, dann bin ich schon so cool, dann habe ich ja schon meine Ausdauer, dann mache ich nur noch eine halbe Stunde Ausdauer. Also diesen Stepper für den Po mache ich dann, weil mir das so viel Spaß macht. Und dann mache ich nur noch Beine oder Arme. Aber eigentlich mache ich immer nur Beine, weil Arme kann ich auch zu Hause trainieren. So, weil ich ja die Hanteln da habe. Und das Gute ist, es ist nicht mehr so voll in diesem Fitnessstudio, weil normalerweise fahre ich nach Gelsenkirchen mit dem Auto. Ja, jetzt gehe ich aber wieder hier bei uns in dieses Hauptstudio. Das war früher immer so voll gewesen, weil das einzige Studio war. Jetzt ist es tatsächlich nicht mehr so voll. Ja, und eigentlich habe ich das in Gelsenkirchen geliebt, aber jetzt liebe ich das andere wieder. Ich mag beide eigentlich gerne, habe ich festgestellt. So, ja, dann mache ich da halt 30 Minuten Ausdauer nochmal und dann noch Beine. Und auf dem Rückweg laufe ich zurück nochmal. Das heißt, ich habe 2,5 Stunden Ausdauer gemacht. Also das ist immer Tagesausflug bei mir inzwischen geworden. Ne? Also kann ich das nicht so oft machen. Aber ich bin so K.O. danach. Mir tut alles weh. Meine Beine zittern, sie vibrieren. Und ich kann mich kaum auf dem Bein halten, weil das doch schon anscheinend anstrengend ist. Ja, eigentlich wollte ich heute gehen, aber... Eigentlich wollte ich gestern gehen. Aber ja, seitdem es so warm ist, sonne ich mich auf dem Balkon. Und ich weiß nicht, aber die Sonne schlaucht mich so sehr, dass ich so K.O. bin. So, jetzt wollte ich heute früh gehen. Vor der ganzen Hitze. Aber Problem ist, heute kommt ein Päckchen. Ja, das heißt, ich mache heute Homeworkout. Genau. Und ja, los geht's. Ich bin gerade voll aufgedreht. Das liegt an meinem Vitamin-Smoothie. Zu viele Vitamine auf einmal. Aber jetzt kommen mir so Gedanken, die ich erzählen möchte. Aber ich möchte nicht, dass es wieder so ein Labervlog sein wird. Ich habe wieder so viel zu erzählen. Das ist unglaublich. Okay, also fangen wir mal an. Genau, also wenn ihr Fragen an mich habt, egal welche, stellt sie in den Kommentaren. Ich habe mir so überlegt, ich kann sie dann in den nächsten Vlogs immer zwischendurch beantworten. Also falls ihr was wissen möchtet, also wenn ich die Frage dann natürlich beantworten möchte, ne? Ganz klar. Dann freue ich mich natürlich immer über eure Nachrichten. Ich glaube, manche von euch haben gar keinen YouTube oder sind da nicht angemeldet. Die schreiben mir dann bei Instagram. Könnt ihr natürlich auch machen. Das lese ich natürlich auch. Und ich versuche natürlich auch immer zu antworten. Also lesen auf jeden Fall. Antworten versuche ich auch meistens immer. Ja, und was soll ich sagen, genau. Letztens hat mir jemand unter meinem Video geschrieben, unter meinem Vlog, ich weiß gar nicht mehr, welcher Vlog das war. Und zwar hatte ich irgendwie gesagt,
Ich kann nicht mit Männern zusammen sein, wenn sie mir optisch nicht gefallen. So, so in diese Richtung ging es. Und dann hieß es, ich wäre total oberflächlich und ich würde nur aufs Aussehen achten. Nein, nur weil man auch aufs Aussehen achtet, ist man nicht direkt oberflächlich. Nur, ich will euch das mal kurz erklären. Ich war mit Männern zusammen, die mir optisch nicht gefallen haben. Aber der Charakter war okay, ja? Und ich war mit einem Mann zusammen, der sah extrem gut aus und der Charakter war auch extrem gut. Es gibt natürlich auch, die sehen gut aus. Charakter ist nicht so toll, aber da bei dem hatte ich mal Glück gehabt. So. Und jetzt, ich will sagen, mit den Männern, die mir optisch nicht gefallen haben, war ich nicht glücklich gewesen. Das lag jetzt vielleicht nicht nur am Aussehen, aber wenn dir ein Typ nicht gefällt, dann fehlt da etwas. Wisst ihr, wenn ihr ihn nicht attraktiv findet, wenn ihr ihn nicht anziehend findet, dann kann es nicht funktionieren. Natürlich kann auch ein hässlicher Typ für euch anziehend sein, weil wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. So. Aber als ich mit einem attraktiven Mann zusammen war, da hat alles funktioniert. Wisst ihr, wirklich, da funktioniert einfach alles, weil ihr den Mann anziehend findet, weil er attraktiv ist. Also wenn ihr jetzt wisst, was ich meine, mit den unattraktiven Männern hat das nicht funktioniert, weil die nicht anziehend für mich waren, weil die nicht attraktiv für mich waren. Ja, so, das zu diesem Thema. Ich hoffe, ich habe mich jetzt verständlich ausgedrückt. Ja, so. Hallo meine Lieben, ich melde mich zurück. Ich gehe mich jetzt sonnen, denn wir haben schon 2 Uhr und ich habe jetzt Sonne auf dem Balkon. Ich habe einen kleinen Tipp für euch, wie ihr euch am besten sonnen könnt. Und zwar benutze ich Kokosöl und zwar ist das jetzt das von DM. Und Kokosöl ist nicht gleich Kokosöl. Also ich hatte auch schon anderes, zum Beispiel das von Action. Das finde ich leider nicht so gut. Finde ich das hier viel, viel besser für alles. Auch zum Kochen, Backen, für die Haare. Ich bin nämlich ein Spätzünder, was das Kokosöl betrifft. Ja, und das riecht so geil. Also ich kann euch das empfehlen. Auch das von DM finde ich sehr, sehr gut. Ich habe das letztens benutzt für meinen Körper, habe mich dann gesonnt. Da war die Sonne aber noch nicht so stark. Ich habe mich verbrannt, aber nur ganz leicht an einer Stelle auch nur. Genau. Und dann habe ich mal recherchiert, wie man das richtig benutzt, ob man sich damit sonnen kann und man kann sich damit sonnen. Und zwar geht das so. Also ihr müsst, wenn ihr duschen geht, müsst ihr eure Haut peelen am ganzen Körper. Dann cremt ihr euch ein nach dem Duschen. So, dann lässt ihr das einziehen und eine halbe Stunde, bevor ihr euch sonnen wollt, nehmt ihr Sonnenschutz. Das habe ich jetzt auch gemacht und zwar benutze ich 10. Und als ich das jetzt gestern ohne Kokosöl benutzt habe, bin ich... Hier rot bin ich gar nicht geworden. Ob ich braun geworden bin, weiß ich nicht. Genau, dann benutzt ihr Sonnenschutz eurer Wahl. Dann ist nach 30 Minuten, kurz bevor ihr in die Sonne geht, benutzt ihr halt dieses Kokosöl und reibt euren Körper damit ein. Ich habe jetzt mein Gesicht nicht gemacht. Und Dekolleté auch nicht, weil ich da schnell verbrenne. Genau, ich bin gespannt, ob ich jetzt verbrenne, weil wir haben nur noch heute und morgen Sonne und ich möchte auch ein bisschen braun werden. Bin ich überhaupt schon braun geworden? Sieht man überhaupt irgendwas? Ich weiß es nicht. Also ich will braun werden. Ich gehe jetzt auf die Sonne. Mein Mittagessen ist gleich fertig. Ja. Der Quinoa-Salat ist fertig und ganz wichtig sind in diesem Salat die Gewürze. Das alles kommt hier rein. Also wenn ihr einen Quinoa-Salat macht, nehmt alle Gewürze, die ihr habt. Also ihr seht, da kommt reichlich rein. Hier, 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 hier. Ich tue da noch Öl rein, Leinöl. Hier habe ich so eine Kokosblüten-Vinaigrette. Keine Ahnung, das ist Kokosblütenessig. Habe ich jetzt zum ersten Mal ausprobiert. Dadurch schmeckt das ein bisschen süßer. Aber macht nichts. Ich habe hier nämlich noch 2 scharfe Sachen drin. Also, wie gesagt, alles. So, hallo meine Lieben. Ich melde mich auch mal wieder. Nicht wundern, ich habe hier Zinksalbe drauf, weil ich kriege immer, wenn ich Pickel im Gesicht kriege, ist das immer hier. Also hier zwischen dem hier und dem hier. Also da drin kriege ich immer Pickel. Und das nervt mich. Ich habe da unreine Haut. Verstopfte Poren, sagt man so. Ich habe keine Ahnung, wieso. Jetzt habe ich mir hier Zinksalbe drauf gemacht. Das soll wohl helfen. Ja. Was soll ich noch sagen? Ich mache mir jetzt Frühstück für morgen, weil morgen muss ich früh aufstehen, weil ich fahre meine Schwester morgen früh zum Flughafen. Dann mache ich mir gleich noch Abendessen für heute, weil gleich hole ich meine Schwester ab, damit ich damit schon auch fertig bin. Etwas stressig. Ach ja, zum Kokosöl. Was wollte ich sagen? Also, die Kacke ist,
eure ganze Haut ist ölig und wenn ihr irgendwo drankommt, ich bin jetzt an meiner Balkonscheibe drangekommen, ist alles fettig. Ne? Also ich kann das Fenster jetzt irgendwann putzen, also wenn ich Bock habe, dann putze ich's. Und auch so, ich bin an die Couch drangekommen, Fettflecken. Also egal, ihr müsst so vorsichtig sein und ich war schon so vorsichtig, aber überall kommen Fettflecken dran. Ich finde aber, ich bin trotzdem brauner geworden, als hätte ich dieses Kokosöl nicht benutzt. Aber ich bin jetzt auch nicht verbrannt oder rot. Sondern deswegen ist es eine gute Idee, dass man Sonnenschutz drunter tut. Weil mit Sonnenschutz wäre ich nicht so braun geworden wie mit dem Öl. Und wenn ihr nur Öl macht, ist das halt, wie gesagt, gefährlich. Und ihr werdet rot, bekommt Sonnenbrand und alles. Und jetzt habe ich eigentlich eine schöne, schnelle Bräune bekommen. Ich bin zufrieden. Morgen ist der letzte Tag Sonne. Da werde ich mich nochmal sonnen. Aber ich habe es nicht lange ausgehalten. Ich war vielleicht eine Stunde, wenn es hochkommt, mit Pausen. Ja, also ich war nicht lange sonnen, weil ich halte es halt nicht lange aus. Aber ich bin froh, dass ich braun geworden bin. Ich sonne mich auch immer ohne diese Träger, damit man hier auch schon braun wird. Ja. Und ich habe jetzt, boah, das ist mein Lieblingssport-BH, dieser hier, der pinke. Und wenn ihr braune Haut habt, sieht das richtig geil aus. Und das Doofe ist, der ist so, der ist durchsichtig. Und der Stoff ist dünner als von meinen anderen Sport-BHs. Weil bei dem, also wenn ich euch nur mit diesem zeigen würde, würdet ihr meine Nippel sehen. Und auch so sieht man, also wenn ihr jetzt genau hier guckt, sieht man manchmal die Nippel, je nachdem. Und ja, das finde ich doof, deswegen kann ich den nur so für zu Hause und nicht für Sport nehmen. Schade eigentlich, weil ich den mag. Ich werde auch noch mit diesem BH ein Foto posten bei Instagram, also unbedingt vorbeischauen. Genau, so, was wollte ich noch sagen? Ich will aber gleich noch meine Sporttasche packen, weil ich will noch zum Sport. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe, weil ich bin so K.O. von der Sonne. Wirklich so K.O. Die Sonne schlaucht einen wirklich. Aber ich muss zum Sport gehen. Heute ist Dienstag und ich war diese Woche noch nicht. Ich habe nur Homeworkout gemacht. Ja. Jetzt machen wir aber mein Frühstück für morgen fertig. Ja. Das sind die Overnight Oats und zwar sind da drin 50 Gramm Haferflocken, 5 Gramm Backkakao und 125 Milliliter Milch. Jetzt habe ich das gut verrührt, jetzt kommt das über Nacht in den Kühlschrank und morgen früh geht es weiter und ich sage euch, wie es morgen früh weitergeht. Und zwar kommen dann rein 150 Gramm Joghurt, aber ich empfand das als ein bisschen viel. Ich werde da ein bisschen weniger nehmen, also ich werde jetzt 100 Gramm nehmen. Dann Flav Drops, irgendwas Süßes, weil sonst schmeckt mir das nicht. Dann eine Banane in Scheiben schneiden und 20 Gramm Mandeln. Die könnt ihr entweder so drauf tun oder hacken. Ich hack die und röste die dann in der Pfanne an. Dann haben die so ein schönes Aroma und das kommt dann als Topping oben drauf. Und noch Zimt. Genau, das war's. Ich werde zum Sport gehen, also ich hoffe, das klappt, weil ich kenne mich. Es kann sein, dass ich dann keinen Bock mehr habe. Wollte ich das mal ausprobieren. Das ist dieses BCAA, das sind Aminosäuren, also Moment, genau. Das sind diese drei verzweigtkettigen Aminosäuren, L-Leucin, L-Isoleucin und L-Valin. Das will ich jetzt während des Trainings nehmen, also riechen tut das gar nicht gut. Schmecken wahrscheinlich auch nicht. Also eine Dosierung mit Wasser. Ich tue das jetzt hier rein. Ohne Wasser. Ich nehme mir Wasser im Studio. Falls ich nicht gehe, also falls ich nicht zum Sport gehe, dann passiert nämlich nichts mit dem Pulver. Und wenn ich Wasser drin habe, dann wird das, glaube ich, ja schlecht. Und dann kann ich das entsorgen. Deswegen, ich finde immer cool, dass hier diese Messlöffel drin sind. Ja, also eine reintun. Mischen Sie das mit Wasser. Hier steht aber nicht, wie viel Wasser. Aber egal. So, das war das Erste, was ich mir mitnehme. Und ich hoffe, also da ist, ich hoffe, dass das kein Koffein ist oder irgendwas, was dich wach hält, dass ich dann heute Abend noch schlafen kann. Also ich hoffe, weil deswegen habe ich Probleme, immer abends zum Training zu gehen. Mir fehlt die Power. Und wenn ich mir dann Power zuführe, dann kann ich nicht schlafen, weil meistens ist da Koffein drin oder so. Ja. So, es geht weiter. Ich nehme mir jetzt Eiweißshake, das ist Vanille. Auch nur das Pulver hier rein. Wie gesagt, damit passiert nichts. Notfalls kann ich das wieder hier rein tun.
Und Wasser kann ich mir im Studio holen. Nur ich weiß nicht, wie ich das mit der Abmessung machen soll, weil ich hatte so für diesen Shaker hatte ich so ein kleines Döschen, wo ich extra fürs Pulver, damit man erst das Wasser und dann das Pulver, aber ist ja eigentlich egal, oder? Nur ich habe das Döschen, ich weiß, wo es ist, aber da müsste ich Kram suchen. Habe ich jetzt keinen Bock zu, das wird ewig dauern, deswegen so. Ich nehme mir vielleicht noch eine zweite Flasche mit, wo ich das Wasser rein tue, damit ich das dann genauer abmessen kann. Weil unter diesem Teil, wie gesagt, kann ich das nicht so gut abmessen. Ja, ich werde das schon irgendwie hinkriegen, weil ich trinke den Shake immer, wenn ich erst zu Hause bin. Aber man soll den Eiweißshake direkt nach dem Training. Ja, und bis ich zu Hause bin, dauert das und dann trinke ich ihn trotzdem. Aber wahrscheinlich bringt das nicht so viel, als wenn ich das direkt nach dem Training trinke. Ach, sowieso alles ein bisschen kompliziert bei mir. Ja. So, ich mache mir gerade Abendessen. Und zwar toaste ich mir das Brot. Das ist das hier. Roggendunkel. Gleich getoastet. Dazu gibt es Käse. Hier Zwiebeln und Tomaten. Und ich liebe Zwiebeln. Ich kann die so roh essen. Die sind mega, mega geil. Schreibt mir mal, ob ihr auch so Zwiebeln mögt wie ich. So, Abendessen fertig und ich lasse es mir jetzt schmecken.